So, und herzlich willkommen zurück. Jo, Part 30. Jetzt machen wir aber die Pyramide fertig. Ich würde auch den Part etwas kürzer machen. Im Sinne von kürzer machen. Ich mache jetzt die Pyramide fertig und guck, wie es dann läuft und guck dann, wie lange es ist. Und wenn das dann halt nur 15 Minuten sind, dann ist das so. So, der Wallner braucht wieder Blut. Asker kann Blut brauchen, die Elaine auch. Schatten der Macht, gib mir den Eingang. Ich will jetzt nochmal, doch nochmal meine Fertigkeiten aufheben. Meine Items bewahren. Es geht einfach, es ist erstens sehr einfach hier mit diesen neuen oder mit diesen starken Zaubern einfach sich fett abzubuffen und starke Seelen zu farmen. Aber das frisst natürlich auch, da die Gegner kein Blut hinterlassen, was ich aussaugen kann, muss ich natürlich auf Flaschen zugreifen. Und das bedeutet, ich kann es halt nicht wirklich ja, ich kann nicht sparsam mit meinen Items umgehen. Aber dafür haben wir sie ja. Wie gesagt, wir haben eingekauft. Asuka hat jetzt auch schon seine stärkste Waffe. Also von daher lohnt sich das auch ein bisschen. Und durch die Zuflucht geht es ja sauschnell. So, von da oben komme ich. Das bedeutet, hier runter muss ich. Hallo, runter habe ich gesagt. War doch richtig. Meine Intuition. Überrascht den Gegner. Ja, komm, Lichtexplosion und Eissturm und Flammenmeer. Ist egal. So, wie viel brauchen wir dann jetzt? 243.000. 13.000, das geht eigentlich. Ich dachte, da steht jetzt irgendwo ein Gegner oder so, aber irgendwie passiert da ja gar nichts. Moment, das kann irgendwie nicht sein. Hier komme ich wieder hoch. Verstehe. Okay, 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 okay. Das ist erstmal nicht das Problem. Die Frage ist, wie kann ich diesen Gegner triggern? Wird doch ein längerer Part als gedacht. Ich hoffe, den muss ich nicht an den anderen ran schneidern. Dann muss ich nämlich den ganzen Shit wieder Dingsbums. Warte mal, ich kann doch nach oben und kann die nächste Ebene begutachten. Da war ich ja noch nicht fertig. Weißt du was? Ich mach's anders. Anstatt da hier rumzueiern und zu hoffen, dass ich nicht Dingsbums bin. Ich bin ja ein Vampir. Warum mache ich es mir nicht einfach? Warum fliege ich nicht einfach durch die Luft? Mit dem Fledermausmantel kann der Boden brüchig sein, wie er will. Da fliege ich einfach drüber und der Käse ist gegessen. So, ja. Erstmal die Blutfilien alle aufbrauchen. Ich würde ja normalerweise gern durch den hier auch als... Kannst natürlich auch als Fledermaus generell durch den Dungeon fliegen. Da triffst du nicht so viele Gegner. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ja, wie gesagt, ist halt dieses Farming-Gefühl, ne? Ich kann insgesamt 99 Sachen tragen. Das bedeutet, wenn ich diese 99 Sachen getragen habe... Ich muss wahrscheinlich hier nach rechts irgendwie. Die Frage ist, wie komme ich da hin?
Und ich diese Seelen nicht benutze, um Seelensteine herzustellen, sondern um meinen Status zu buffen, dann kann ich ungefähr 20 Mal Mentalität oder 20 oder insgesamt knapp 10 Werte, ja, so ganz knapp, ja, so 9 und dann nochmal eine Seele gesammelt. Und dann kann ich so Pi mal Daumen 10 Statuswerte erhöhen. Also verbessern. Und wenn ich das jetzt noch 20 Mal mache, dann komme ich mit dem Wallner auf einen Magiewert oder auf einen Mentalwert von knapp 200. Und das ist die maximale, nicht das Maximum, was geht, aber das Maximale, was du brauchst, um alle roten Truhen, also wie der Aska am Anfang schon sagte, alle dunklen oder alle roten Elras-Truhen zu öffnen, und dann stehen mir die wertvollsten Item nicht mehr im Wege. Deswegen farme ich hier so viel. Ne? Das ist der Grund. Und da ich jetzt durch die starken Zauber kein Golem brauche, kann ich die Dinger auch locker benutzen. Warte mal. Super. Fertigkeit. Fledermaus im Angel. In der Nacht geboren zum Fliegen, auserkoren, möge meine Macht mich lenken. Jetzt kann ich hier natürlich auch über diese Höhlen fliegen. Wie überrascht den Gegner? Lichtexplosion. Weißt du, ist mir egal, ob ich den Gegner überrasche oder nicht. Die werden sowieso one-hitted. Und auch wenn ich den Gegner überrasche und theoretisch Hand angreifen kann, geht das so erstens schneller und zweitens, es ist cool. Alles zu one-hitten. Bam, die kommen gar nicht erst zum Angriff. Ja, das hat jetzt Aua gemacht. Kann man nichts machen. So, Juckpulver erhalten. Die Alain kann trotzdem noch eine Blutheilung machen. Das ist ganz gut. Und ich kann hier immer noch alle Geheimnisse entdecken. Von daher passt das. Will ich mich gar nicht so beschweren. Wunderbar. Boah, ganz schön schwitzig hier. Zum Glück sind die Controller alle aus Kunststoff. Warte mal, bin ich von da gekommen? Ich weiß nicht, ich kommt mir so bekannt vor. Aber ich will es auch nicht unbedingt provozieren. Wunderbar. Ja, dann ziehe ich den Part einfach noch ein bisschen in die Länge, indem ich die Pyramide nochmal in aller Ruhe auskundschafte mit den drei. Oh, antike Münze. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich Dingsbums mache. Ob ich weitergehe oder ob ich doch nicht zurückgehe. Ja, dass einfach irgendwie ein Verbindungstunnel ist. Weil das kommt mir doch alles gerade ziemlich bekannt vor. Ich könnte natürlich auch gucken, dass ich dem Wallner vielleicht nicht die Lichtexplosion machen lasse. Weil ich glaube, wenn der Aska mit seinem Dingsbums Damage... Na, der macht immer... Hier bin ich richtig, ich verstehe. Na gut. Ach nein, der ist rasend. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber zum Glück ist die Alain noch einigermaßen klar im Kopf.
So, Gegenstand. Ich muss jetzt warten, bis der Rasenzustand weggeht. So. Warte mal, mach mal eine voll rein. Ja, das geht auch so. Geilo, geilomatigo. Flammentrank. Das ist zwar alles schön, aber... Roter Stein, geil. Das bedeutet, wenn ich den Schrein des Feuers aufsuche, dann kann ich gleich zwei Feuerdinger reinsetzen. Das ist 10 Damage. Das ist viel. 10 Punkte auf Stärke. Permanent. Würde ich nicht nein sagen. Ich weiß halt nie genau, das Problem ist, was ich so ein bisschen habe. Ich weiß nie genau, wo der starke Gegner drin ist, wie lange die Cutscene ist, weil ich für den Endgegner dann doch schon gerne sowas wie den Golem halt beschwören möchte. Boah, die Elaine, ey, die guckt dir die Blutsau an, ey, die hat einen Vorrat. Geil. Trank der Ewigkeit, ja, das ist soweit okay. Blutflasche nehme ich auch mit, ist ganz nett. Hä, das sieht auch schon wieder so aus, als würde es in eine Sackgasse gehen. Pyramide so schon assi genug. Also verwirrend. Ist ein schöner Dungeon. Ich würde jetzt nicht sagen asozial. Es ist aber recht konfus gehalten, um es mal so zu sagen. Ja, komm, passt schon. Feuerregen müsste eigentlich auch reichen. Dann versuche ich wenigstens bei der Elaine ein bisschen mit Blut zu sparen. Achso, das macht ja keinen Damage. So, bevor der Asuka irgendeine Scheiße macht, hauen wir die mal lieber platt. Und dann ist der Käse gegessen. Super! Trank der Ewigkeit. Ich glaube, da unten, das sieht so nach Dingsbums aus. Lichtexplosion, Eissturm und Flammenmeer. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, es gibt noch irgendwas anderes, was man sich kaufen kann. Hier steht noch ein lesbares Buch. Sieht aus wie ein Tagebuch. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe heute von einem elenden Magier ein mächtiges Zauberbuch bekommen. Als Belohnung habe ich ihn weiter foltern lassen. Oh, diese Narren. Endlich habe ich die Macht, einen Dämon zu beschwören, der mir beim Kampf gegen diese widerlichen Elras-Magier gute Dienste erweisen wird. Ja, die Elras-Magier waren eine mächtige, aber bösartige Magiergilde. Und der Ostra hat sich gegen sie gestellt. Und ich glaube... Ah, mächtiger Dämon beschwören. Ist natürlich schon geil, ne? Rieche ich da eine neue Beschwörung für den Valnar? Hoffentlich, das wäre geil. Gegenstand. Blutfiliole nehme ich erstmal. Die mache ich ruhig leer. So, jetzt will ich mal gucken, wie viele starke Seelen habe ich denn? 99, weißt du was? Ich werde nochmal, kurz vor dem Kampf, werde ich nochmal alles voll machen. Verkübe, mit welcher Seele möchtest du vereinen? Starke Seele, Valnar, wie gesagt, ich versuche einen Mentalwert von 200 zu erreichen. Dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche.
Schade, dass man das nicht mehr und mehrfach nehmen kann, dass man sagen kann, okay, ich verschmelze aber jetzt direkt mit 90. Aber ich glaube, es würde der Logik, insoweit man hier von Logik sprechen kann, einfach den Wallner übermannen mit gleich 100 Seelen, Dingsbums, zu verschmelzen. Achso, ja, du brauchst 30 normale Seelen, 10 starke Seelen und, keine Ahnung, 60 stark, 60 kleine Seelen oder 90. Genau, genau, du brauchst 90 von den kleinen, ne? Gucken wir mal. Wessen Eigenschaft? Wallner. Keine 30 schwachen Seelen vorhanden. 30 schwache, 20 normale, 10 starke. Oder so war das. Ich glaube, das war nicht ganz so eklig. Intelligenz, natürlich. Hat einfach damit zu tun, später kommst du in Enddungeon, glaube ich, kommst du nur einmal rein. Und da brauchst du einen Mentalwert von 200, um eine rote Truhe zu öffnen. Und es wäre natürlich eklig, wenn ich diese Truhe ein bisschen, diese Truhe verkacken würde. Deswegen nehme ich einfach es so gut ich kann. Vorbereitung ist die, ja, Vorbereitung. So, starke Seele, Wallner, Intelligenz. Ja, dann ist eigentlich, passt mir eigentlich ganz gut, diese Vorbereitung hier gerade. Liegt nämlich einfach da dran, dann kann ich nämlich, dann bin ich nämlich stark genug. Dann habe ich nämlich den Part gut gestreckt, so dass ich den als eigenständigen Part hochladen kann und nicht nach 10 Minuten schon den Endboss habe und dann die Betrüger habe, okay, lade ich jetzt ein 10 Minuten Video hoch als Let's Play Part oder muss ich da 20 Minuten warten, um das mit dem anderen Part zu verbinden und dadurch einen Mega-Part hochzuladen. So, was haben wir denn hier? Normal, starke Seele 9, das passt ganz gut. Ausrüstung, Wallner, mental 200. Mit dem Magiergürtel bin ich jetzt fertig, das ist gut. Jetzt mache ich nochmal Zuflucht. Geh aber nochmal einkaufen. Ich will jetzt doch noch mal den ganzen Blutscheiß kaufen. Und gucken, ob ich irgendwie für Wallner und Elaine noch mal eine neue Waffe kriege. Ich glaube aber, ich bin jetzt mit dem aktuellen Säbelgedöns gut bedient. Einkaufer, habe noch andere Dinge zu tun, jo. So, der Asuka-Rüstung und so ein Scheiß habe ich erst neu gekriegt. Bin jetzt auf Level 42. Kann natürlich sein, dass ich jetzt schon die stärksten Sachen habe und jetzt diese ganzen Vampirsäbel das sind, was ich brauche. Es gibt noch Vampirkrallen und Vampirschwerter. Nimm ich. Ja, 220 Angriff ist natürlich doch eine krasse Steigerung. Geil. Schön. Gut, hat sich doch gelohnt. Viele gute Waffen. Richterschwert. Bam, 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 bam. Riederkrallen, mystischer Säbel. Super. Ich glaube nicht, dass es neue Rüstung gibt. Die habe ich erst neu gekauft. Ich gucke trotzdem mal nach. Tut ja nicht weh. Ich finde es schade, dass ich kein Blutelixier kaufen kann. Das würde ich mir echt 99 holen. Der Rest wäre sowas von scheißegal. So, hallo. Wir haben gute Rüstung. Was hast du denn? Gut, macht nichts. Ich gehe jetzt raus. Zuflucht. So, Fähigkeit, Golem beschwören. Und bevor der beschwört ist, heile ich mich komplett nochmal voll. Und feuerfrei.
Verdammt, was war das? Klang wie eine Trittplatte oder so. Da schon wieder, seid vorsichtig, der Sack hat sich geöffnet. Verdammt, eine Leiche. Ich glaube nicht, dass es nur eine normale Leiche ist. Pharao Ustra. Wir. Ihr erbärmlich. Och nee. Ihr erbärmlichen Sklaven, ich werde euch die gerechte Strafe für euer Eindringen in mein Heim geben. Den Tod. Das ist also der Pharao dieser Pyramide. Wie meine Sklaven werde ich euch erbarmungslosen Schmerzen bereiten. Euer Eindringen in meine Pyramide soll euer letzter Fehler gewesen sein. Und das versuchst du und dass du versuchst, uns aufzuhalten, ist dein letzter Fehler. Ich vergesse immer, dem Asker diese Dingsbums zu geben. Okay, Lichtexplosion, dunkle Schatten und Flammenmeer. Mal gucken, was es bewirkt. 72. 193. Er leidet keinen Schaden. Okay. Lichtexplosion. Eissturm. Flammenmeer. Ich guck mal. Okay. Okay. Ja, verstummen, da können die nichts machen. Aber völlige Reinigung. Yeah! Okay, der Walner bleibt bei der Lichtexplosion. Der Aska bleibt beim Angriff. Ich will mal gucken, was die Elaine mit einem Angriff macht. Ja, dann bleibt der Aska bei seiner Lichtmagie. Lichtexplosion, der kann ruhig angreifen und die Elaine bleibt als Supporterin da. Will ich dem Asker eine Blutflasche geben? Ja, besser ist das. Ich glaube, das mache ich so, dass der Asker von mir, dass der Walner von mir, dass die Elaine den Walner supportet. Mit Items. Da muss ich nicht. Da muss ich eventuell kein Blutelixier nehmen. Yes! Geil, das war's. 1000 Erfahrungen. Ein bisschen wenig, aber gut. So viel wie 3. Dummer, dummer Pharao. Dann wollen wir mal schauen, was er denn so gut bewacht hat. Und als Walner ist rasend. Schön. Scheiße. Nicht so geil gegen 3 Mumien. Ja. Komm, ganz normaler Angriff sollte jetzt ausreichen. Stark genug sind die Jungs und Mädels. Die Jungs und das Mädel. Mumie weicht aus. Aska mit dem stärksten Säbel natürlich. Mumie weicht aus. Schön. Super. Gegenstand. Ja, Blutflasche. Komm, machen wir mal voll. Das haben die sich verdient. Ja, ich hätte vielleicht erst die Heilung machen sollen. Naja, 2 Blutflaschen. So, was haben wir denn hier? Antiker Vampirring. Gegenstand. Was ist denn ein antiker Vampirring? Erhöht die Heilungsrate um 2. Ist eigentlich ganz gut. Ja, weil das ist wieder normal.
Schau mal, hier drin ist nur ein Buch. Hier ist nur ein Buch drin. Es ist ein altes Zauberbuch, so wie es aussieht. Na, dann schau doch mal rein, Walner. Hey, das Buch handelt von Beschwörung von Dämonen. So funktioniert das also. Dämonen beschworen gelernt. So, ich glaube, der frisst auch Dämonen beschwören. Beschwört ein Dämon der Nacht in dieser Stunde erwacht. So, wollen wir mal gucken, was das frisst. 10 große Seelensteine. Sieht natürlich Kampfmagier. Boah, der ist richtig mächtig. Schattenexplosion. Schwarze Energie schädigt allen Gegnern. Schwarze Geister töten alle Gegner. Schattenherrschaft. Schwarze Magie erhöht die Kampfkraft der Gruppe. Oh, wie geil ist das denn? Ja. Alte Pyramide. Ja, geil. Ich freue mich. Schön, dass ihr reingeguckt habt. Auf jeden Fall. Das war's auch für heute. Das war's mit der alten Pyramide. War schön. Hat sich gelohnt. Doch, hat sich wirklich gelohnt. Achso, ich darf das Speicher nicht vergessen. Haha, sonst muss ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Da kommt nämlich immer ein Speicherdingsbums. Es steht dir frei zu gehen. Doch wenn du gehst, wird deine Seele mir gehören. Malex. Alex.kochheit.online.de. Ja, hab ich auch schon mal rangeschrieben. Ich will nochmal ins Menü gucken. Weil ich glaube, meine Dämonenbeschwörung ist nicht so lange. Dämonenbeschwörung 50 Sekunden ist wirklich wenig. Das ist wirklich wenig. Gut, wir haben gespeichert. Beim nächsten Mal. Ach, weißt du was? Ich glaube, den Kontinent haben wir jetzt fertig. Ich meine, in der Wüste gibt es jetzt sonst nicht mehr allzu viel. Ich habe schon einen Plan, was ich als nächstes mir rangucken möchte, aber ich möchte meine Vorräte nochmal auffrischen. Ja, dann ist doch ein solider Let's Play-Part geworden. 27 Minuten, das geht eigentlich. Wenn ich jetzt noch das mitnehme hier, um die Vorräte aufzufrischen, dann kann ich diesbezüglich nicht meckern. Und von daher, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Walner. Graf Walner. Herr Walner ist ja hier drin und ich bin ja der Grafi und ja. So. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.